Guten Morgen, Vorhang auf und Bühne frei für ganz besondere Darts. Zumindest so wurde mir gesagt, denn noch habe ich nicht ins Päckchen reingeschaut. Aber das werden wir jetzt zusammen machen. Der beste Papa der Welt, das bin ich natürlich, das wissen wir ja, öffnet jetzt dieses Päckchen vom Tammo. Bei der anderen seid mir nicht böse, ich habe nämlich noch zwei Päckchen. Einmal das hier von MyDartPfeil. Und einmal das hier, Massive. Das ist ein ganz besonderes Paket. Das werde ich euch in Kürze vorführen. Also, ich muss dazu sagen, in Kürze heißt, wenn ich wirklich, also es sind ja gerade Ferien und auch meine Kids haben natürlich Ferien und drei Kleinkinder im Haus und mit Homeoffice und eine Frau, die krank ist, dann hast du einfach keine Zeit. Ich kann es dir sagen, du hast keine Zeit, irgendwas zu machen. Ich komme nicht mal zu Basic-Sachen wie Sachen einkaufen oder sowas. Ja, es ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und dann währenddessen ist noch Dart WM. Toll, jetzt sind wir da hier. Benito van der Pas spielt gerade gegen Brandon Dolan. Ja, da ist noch Darts WM und jetzt habe ich mir mal kurz ein paar Minuten genommen. Kids drehen unten durch. Ne, die sind beaufsichtigt. Die kochen gerade zusammen. Und jetzt gucken wir hier mal rein. Jetzt gucken wir hier wirklich mal rein. Oh, das Feeling ist schon, ich sag's euch. Da ist schon. Der Brief wurde relativ früh verschickt schon an mich. Und war dann ewig nicht angekommen. Und ich wurde schon auf Facebook kontaktiert vom Tammo. Der hatte schon Sorgen, dass der nicht ankommt. Denn er hat gesagt, hier drin sind, und ihr habt gesehen, ich habe noch nicht reingeschaut. Hier drin sind nämlich wohl alte Harrow's Darts, die relativ besonders sind, weil man da wohl den Schwerpunkt Strong Dart Power. Die müssen sehr besonders sein, weil man wohl den Schwerpunkt der Darts ändern kann mit einem Imbusschlüssel. Lasst mich kurz gucken. Ich glaube, hier muss man nur draufdrücken. Irgendwas hat Klack gemacht. Meistens geht es so rum besser, wenn man das mit einer Hand macht. Wow! Also wenn du sowas aufmachst, ne, und du siehst dann das, sieht ja schon mal geil aus, oder? Lass mich nur schon mal ranfahren hier. Ja, ich mag das, weißt du, so ein bisschen Abnutzung. Darts sind zum Spielen da. Ich kann das immer nicht verstehen, wenn Leute Darts kaufen und dann nach einer Woche verkaufen und sagen, ja, nur dreimal geworfen. Wenn du den dreimal wirfst, woher willst du denn dann wissen, ob der dir taugt oder nicht? Da müsste man sich schon mal Zeit nehmen, oder? So eine Umstellung auf einen neuen Dart, die geht ja nicht von dreimal werfen. Also viele Leute, die behandeln die Darts einfach nicht gut, nicht menschlich genug. Die wechseln die einfach wie Unterhosen. Aber diese hier, da siehst du, und das meine ich eben, da siehst du, die wurden eben nicht gewechselt. Wie Unterhosen. Die sind einfach besonders behandelt worden und auch bespielt worden und auch längere Zeit haben die so manchen Victory gesehen und so manchen Checkout herbeigeführt, die Kollegen, durch ihren Flug durch die Luft und dann BAM! Turniersiege, was hier alles drin steckt, ne? Steckt noch wirklich Geschichte drin. So, sehen sehr geil aus. Warum habe ich die jetzt so intensiv gefilmt? Weil ich keine Ahnung habe, welche Darts das sind. Hier ist versteckt ein Imbusschlüssel. Nicht, dass Simon Whitlock sich hier mit seine Spitzen bastelt. Das würde nämlich ungefähr passen, denke ich mal. Das ist ein Imbusschlüssel und hier muss dann irgendwo. Jetzt gucken wir uns das mal an. Jetzt schauen wir uns mal einen näher an. Mit dem Imbusschlüssel müsste man eigentlich irgendwo den Schwerpunkt ändern können. Seht ihr was? Siehst du jetzt hier nicht direkt irgendwo ein Loch oder sowas? Dann denke ich mal, wir schrauben den mal auseinander, weil ich will den eh wiegen. Die sind aber sehr leicht. Die gefallen mir ja jetzt schon. Die sind schon älter, die Darts. Ich werde da mal ein paar Fotos in bestimmte Gruppen posten. Vielleicht wisst ihr auch, was das für welche sind. Sie sind von Harrow's, meine ich. So.
Man sieht es natürlich jetzt gar nicht. Könnte aber sein, dass da drin ein Imbus kommt. Ich mache jetzt mal diese Evo Soft-Tip-Spitze runter, die auch noch bespielt ist. Ich finde es geil. Brauche mal eine Zange dazu. Die Evos, die halten richtig gut. Wo habe ich jetzt den Dart hin? Hier. Also eins ist klar, bei dem Dart wird sich nicht die Spitze von selber lösen oder lockern. Also das war jetzt schon eine richtig gute Arbeit. Schöner Dart. So, jetzt gucken wir mal. 14,72 Gramm. Ich drehe es mal um, nur zum Spaß. So, 14,72. Also das sieht so aus, naja, als ob in dem Dart eine Art, ja, quasi wie so, als ob da noch so ein Stift drin ist, der mit den Imbusschlüsseln nach da oder da gefahren werden kann, sodass du den Schwerpunkt des Darts ändern kannst. Ich habe hier mal eine Versuchsanordnung gemacht. Da ist der Schwerpunkt. Sieht geil aus, oder? Der Schwerpunkt ist jetzt ziemlich mittig. Und jetzt schrauben wir mal mit dem Imbusschlüssel und schauen wir mal, wie weit wir den auf eine Seite kriegen können, den Schwerpunkt. Oder sollten wir das erstmal nicht machen und eigentlich erstmal die anderen wiegen? Ich wiege erstmal die anderen. Steck das einfach ein und dann drehe ich es einfach locker. Wenn ihr wissen wollt, wie lange sowas dauert, der Dolan führt jetzt hier gerade 3-0 und es steht 1-1 in Legs. Der eine hängt hier noch, der Kollege. So, jetzt haben wir diese Darts. Wie viel war der? 14,72, glaube ich. Schauen wir den nächsten. 14,60. Ja, 14,60 bestätigt. 14,71. Ja, zwischen 1, 2. Also die zwei Darts sind ziemlich gleich schwer. So, er hat den Schwerpunkt hier. Der zweite. Ich würde ja gerne den anderen hier auch da drauf bauen. Aber das ist so kompliziert. Und das ist jetzt der erste wieder. Gut, die wiegen natürlich auch minimal anders. Jetzt gucken wir den dritten. Slidey. Slidey McSlide. Jo. Es wäre natürlich geil, wenn man die jetzt alle hinkriegen würde, sodass man das irgendwie vergleichen kann, ne? Aber ich habe nicht. Ich habe nicht die ruhig genug Hände dafür, wollte ich gerade sagen. Nein, jetzt habe ich den einen so rum und den anderen so. Langsam. Der Mensch ist so komisch, ne? Natürlich kann ich es jetzt super schnell auf einmal schon. Weil der Mensch super schnell Sachen lernt. Ist einfach so. Genauso geht Darts auch. So, und schon kann ich's. So, jetzt ist er leider ein bisschen krumm, aber ich werde ihn nicht anfassen. Braucht euch keine Hoffnung machen. Seht ihr, die zwei hinteren sind ziemlich genau mittig. Der vordere, gut, ich werde ihn doch etwas drehen, damit er runterfällt. Wow, Gosu. Eigentlich sind die alle recht schön balanced, ne? Jetzt werden wir von hier aus wiegen, welcher von denen wie viel wiegt. Ich glaube, der bräuchte auch noch einen kleinen Schubser. Nee, die sind ganz gut einballern. Einbalanciert. Nein, 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 nein. Ah, das war der hinterste. Das war der vorderste. Das war der mittlere. Ah, wenigstens habe ich es mir gemerkt. 14,72. Der mittlere. Wollte ich gerade sagen, ist glaube ich der leichtere, weil der hatte ein bisschen anders. 14,59. Der vorderste. 14,72. So, und jetzt fahre ich mal mit dem Imbusschlüssel da drin rum. Und dann komme ich gleich wieder zurück und ich mache das mit genau dem hier. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich habe jetzt tatsächlich mit dem Imbusschlüssel dieses innere Gewicht rausgedreht. Das ist hier unten übrigens auch drin. Das kann man auf beiden Seiten rausdrehen. So geht es wieder rein, siehst du? Verschwindet's. So geht es raus. Und damit kann man jetzt den Schwerpunkt natürlich etwas ändern. Von diesem Dart. Schau jetzt mal, wie lang ein so ein Ding ist.
Ist natürlich genial. Ich habe mir das eh schon mal gedacht. So lang ist ein so ein Gewichtchen, du mir jetzt nochmal wiegen. Es gibt ja Leute, die wollen auch Darts haben, die genau perfekt gleich viel wiegen. Also hier oben war der Imbus drin. Die könnten natürlich bei so einem Dart profitieren. Guck, hier kannst du 1,42, das ist nicht ohne, Gramm, dazuschrauben. Wenn du das jetzt in der Mitte auseinandersägst, weil du sagst, der Dart ist schwerer als die anderen und dann wieder einschraubst, ja gut, dann änderst du auch den Schwerpunkt. Aber ihr wisst, was ich meine. Man könnte es auch hinbekommen, dass man Darts schwerer oder leichter macht, um sie im Gewicht perfekt anzupassen mit so einem System. Jo, geil. So, und jetzt schauen wir mal den Schwerpunkt. Ich habe jetzt ja eine Seite rausgedreht. Jo, hat sich ganz massiv verschoben, siehst du? Ist nicht mehr mittig. Also das sind ja krasse Teile. Frag mich nur, wie man die jetzt genau austariert. Meinst du, ich kann den zweiten hier ganz durchdrehen? Ich schraube den jetzt auch mal raus und guck dann, ob man durchgucken kann. Das ist auch draußen, schaut mal. Man kann es gar nicht falsch machen, denn der ist nur hier. Hier kann der Imbus rein und hier nicht. Und jetzt gucken wir mal, der hat 1,42. Und den anderen 1,42. Geil. Und zusammen 2,84. Oh, gerade eben stand noch eine 4. Put, 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 put. Nope, 2,83. Na gut, aber man kann sagen, die Dinger sind quasi gleich schwer. Jetzt machen wir den Test. Jo, man kann durchschauen. Damit gehen wir jetzt mal auf die Kollegin hier. Jetzt müsste er doch genau mittig sein, oder? Schaut ziemlich gut aus. Oh, das schaut ziemlich gut aus. Also, wenn du den Front Heavier machen willst, dann kannst du das Ding einfach reindrehen, das eine und das andere nicht so weit rein. Wenn du den anders machen willst, da, verstehst du, was ich meine? Und wie es aussieht, geht das Gewinde ganz durch. Ja, ich schaue gerade so rein, es geht ganz durch. Das heißt, du kannst es komplett individuell einstellen. Du könntest sogar nur ein Gewicht reinschrauben und in die Mitte irgendwie schrauben. Gucken wir mal, wie schwer der Dart ist mit dem Loch in der Mitte. 11,88. Und eins von denen ist 1,42. Also hast du 13,30, oder? Mit einem. Genau, 13,30. Ja, so könntest du es dir natürlich bauen, ne? Das ist natürlich geil. Also, man müsste wahrscheinlich alle Gewichte mal rausschrauben aus allen und dann die Gewichte einzeln abmessen, schauen, wie schwer die sind. Und dann könnte man sich das Set so zusammenstellen, dass das wahrscheinlich ganz geil ist. Wobei die zwei wiegen ja fast genau gleich viel. 14,59. Ich hätte fast mal Bock, die zu werfen. Komm, wir machen das jetzt mal. Also das Geile an den Darts ist natürlich, man kann den Schwerpunkt einstellen. Sie sind alt, sie sind super hochwertig, fühlen sich super an. 5 cm Barrel. Und zwei davon wiegen quasi identisch viel. 14,71, 14,72. Und der dritte wiegt zwar 14,58, aber jetzt stell dir vor, du machst einfach ein Kügelchen. Schraubst das eine Gewicht rein auf der einen Seite, machst ein Kügelchen rein, schraubst das andere auf der anderen Seite und dann sind die exakt gleich schwer. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, das jetzt zu machen. Dann hast du drei Darts, die exakt gleich schwer sind. Und es gibt Leute, die stehen da drauf. Ich habe meine Darts persönlich noch nie gewogen, muss ich sagen. Ich könnte wetten, dass die nicht gleich schwer sind und dass es quasi fast egal ist im Nachkommastellenbereich. Aber wer das möchte, kann das machen. Und ich würde dir empfehlen, zum Reinschrauben der Gewichte, mach dir doch eine Markierung an den Imbusschlüssel. Die Gewichte sind ja genau gleich. Und dann schraubst du den rein bis zu der Markierung. Oder du schraubst den rein, machst eine Markierung, schraubst den anderen rein von der anderen Seite, genau bis zur Markierung. Dann weißt du, du hast die beide zentral reingeschraubt. Oder du machst dir mehrere Markierungen und weißt dann, ah, den einen habe ich bis zur ersten, den anderen bis zur dritten Markierung. Damit habe ich den Schwerpunkt jetzt nach da verschoben. Oder nach da verschoben. Verstehst? Den Imbus gibt es natürlich mit. Ne? Dann machst du da ein paar Striche drauf und drehst dir die Gewichte so ein, wie du die möchtest. Und hast dann geile Darts. So, und ich baue die jetzt nochmal zusammen hier. Ich verschicke die so, wie sie sind. Harrow Super Grip Flights sind hier drauf. Und die Shafts, sind so Medium Alu Shafts. Und das sind Spinner. Und jetzt werfen wir die mal eine Runde. Brandon Dolan hat 4-1 gewonnen gegen Benito van der Pas und wir haben die Darts wieder zusammengeschraubt. Und natürlich wusste ich jetzt nicht, wo die Spitze war und wo der Schafft eigentlich, aber das ist das Tolle am Auspacken mit Video dabei. Ich habe kurz zurückgeschaut in der Kamera. Die Goldnut hier hinten, siehst du da? Dieser goldene
Dieses goldene Band hier ganz oben an dem silbernen direkt dran, das ist hier unten nicht. Siehst du? Da ist Silber direkt und fließt direkt an. Ja, die Spitze gehört da rein, beziehungsweise wurde so angeliefert. Und hier oben, wo die Goldnut ist, da kommt der Schaft rein. So kann man sich's leicht merken. Jetzt gehen wir sie mal ein bisschen schmeißen. Wir schmeißen jetzt diese Harrows altehrwürdigen Kollegen. So, erster Wurf. Yes. Yes. 3 Grade, oder? Dann spricht das für sich. So, dazu sage ich jetzt gar nichts mehr. Wie geil sind die denn bitte? Fliegen super. Fliegen super. Gehen wir auf die 19. Leute, 3 in die 19. Die Darts fliegen gut. Fliegen gut. Das war eine 60. Guck mal, fliegt raus, die Spitze ist kerzengerade, die Evo. Das war der völlig egal. Normal macht es Attack und dann sind die Spitzen krumm oder abgebrochen. Jawohl. Jawohl. Oh, alles eine Frage der Konzentration, ne? Oh, war der knapp. Fahr ich den mal rein. Tja. Naja, was heißt knapp? Ein Loch halt. Nach dem Werfen jetzt würde ich sagen, ich empfehle definitiv, die natürlich so anzupassen. Also ein anderes Setup würde ich jetzt sagen, aber es macht eh jeder seine Shafts und Flights drauf und Spinner oder nicht Spinner. Jeder spielt doch eh, wie er spielt. Und dann noch hier ein bisschen mit dem Schwerpunkt spielen. Und dann hast du eigentlich recht hochwertige Darts, die vor allem Geschichte haben. Du müsstest die auch gar nicht spielen, die kann man auch aufbewahren. Die werden sicher noch mehr wert, ne? Weil das sind relativ einzigartige Darts. Und jetzt werde ich mal suchen, was das für Darts sind. Und wer auch immer die kauft, wünscht dir viel Spaß damit. Jetzt habe ich noch eine Sache vergessen, natürlich die ganzen Darts zu wiegen. Hier spielt gerade Wade gegen Joyce. Ich wollte nur mal sagen, der Joyce wird schwer unterschätzt. Der hat gegen die Anastasia gewonnen, da sagt ihr, nee, da hat er gut gespielt, danach hat er auch gut gespielt. Der war wirklich relentless und ich glaube, der wird auch im Wade weghauen. So, bevor es jetzt ganz dunkel ist, wie man merkt, ist es schon fast dunkel. Das ist einfach so ein Video machen, dauert ziemlich lange. Ich habe jetzt hier 10 Einzelvideos mindestens hoch und runter gerannt. Du siehst, ich atme wie ein Marienkäfer, wie auch immer die atmen. Jedenfalls, wir wiegen jetzt mal so einen ganzen Dart. Der hat 17,73, 17,58, 17,71. Ihr habt gesehen, da war gerade noch eine 2. Also, obwohl er nicht ganz auf der Waage ist, kann man hier tatsächlich das Barrel Weight quasi rauskristallisieren. Ne? Das war doch auch 7,1, 7,2 und 5,9. Der Schwerpunkt geht natürlich weiter hinter, weil die Spitze den Schaft und die Flights nicht ausgleichen kann. Ich muss sagen, der Grip ist natürlich schon sehr abgegriffen. Die sind ja auch schon älter, aber der Grip ist jetzt nicht weniger als von meinen Darts, die ich seit ein paar Monaten spiele. Und die hier wurden sicher jahrelang gespielt. Also es ist schon noch ein bisschen Grip da, aber man muss sagen, im Allgemeinen, der Grip ist leicht. Sehr leichter Grip. Also für Leute, die den Dart festhalten im Prinzip. Wobei ich den Dart nicht sehr festhalte und damit auch spielen kann. Gut, wenn jetzt Schweiß ins Spiel gekommen wäre, nach einer längeren Session, dann ist es die Frage, hätte es geklappt, aber dann hättest du auch so Puder benutzen können wieder. Meinetwegen Babypuder. Vielen Dank, Tammo, für diese Barrel-Roll-Spende und ich finde es saugeil. Es war für mich eine Ehre, solche Darts mal in der Hand zu haben und es hat mir richtig Spaß gemacht, die jetzt auszupacken und ja, einfach ein Review zu machen mit denen. Also richtig geile Darts und war auch schön, die so schön fliegen zu sehen, wie die ein bisschen abgegurkt sind mit den Flights, die ich natürlich nie spielen würde, aber das kann ja jeder selber für sich einstellen. Also vielen Dank und haut's rein und ich bin gespannt, ob jemand weiß, was für Darts das sind. Tschüssi.